Ja, ich mache sowas ja gerne, ne? Aber was ich euch jetzt zeige, schlägt den fast echten Boden aus. Es gibt inzwischen so viele Scam-Shops, also das heißt, die verkaufen Billigware aus China zu völlig überhöhten Preisen. Und ich habe ja vor ein paar Tagen schon so ein Video veröffentlicht, aber was ich euch jetzt zeige, schlägt wirklich alle Rekorde. Das schlägt echt alle Rekorde. Und zwar geht es hier um einen Schnarchstopper. Schnarchstopper. Ein deutscher Chirurg hat das Problem des Schnarchens gelöst. Dieses Gerät gegen Schnarchen wurde von einem deutschen Chirurgen entwickelt, der seit über 20 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist. Frustriert. So, und das ist natürlich alles totaler Quatsch. Das wurde nicht von irgendeinem Deutschen, das hat irgendwo in einem chinesischen Fabrik wurde das Ding zusammengeschustert. Ist natürlich alles Quatsch, ja. Es ist totaler Blödsinn. Von den negativen Auswirkungen des Schnarchens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Patienten und ihrer Partner, beschloss er, ein revolutionäres Gerät zu entwickeln, das dem Hat er beschlossen, ja. Es ist natürlich alles Käse. Die Videos sind alle geklaut, ist klar. Die fragen da ja nicht lange. Warum fragen die nicht lange? Es ist natürlich so, dass die Domain da anonym ist. Also man kriegt einfach nicht raus, von wem diese Domain ist. Die ist anonymisiert, die Domain, die Zugänge, es läuft alles so über den Cloud-Surfer. Also man kriegt auch nicht raus, wer das ist. Deswegen habe ich das jetzt mal angeklickt. Natürlich, ich muss ja sehen, was ich da kaufe. Und man kommt dann auf eine deutsche Webseite. Und zwar relativ aktuell, aber ich denke mal, das kann auch sein, dass das ein Skript ist. 20. April, ja, das ist ein Skript. Und dann kommt natürlich wieder ein ellenlanger Text, ganz viel Blabla. Und die Bilder sind natürlich alle geklaut. Das Bild hier habe ich übrigens nicht gefunden, das gibt es nur auf dieser Webseite. Also da haben die sich vielleicht wirklich die Mühe gemacht, das Ding irgendwo zu besorgen, auf den Tisch zu legen und zu fotografieren. Das gibt es wirklich nur auf dieser Webseite. Und natürlich alle, oh, wir haben das ausprobiert und bla, das ist so toll. Hat begonnen, eine Art Kult zu entwickeln mit über 10.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, es ist kultig, jeder macht wirklich 5 Sterne. Und aber wie diese hier zustande kommen, ja, das steht da natürlich nicht. Also habe ich dieses Bild hier genommen und habe das im Internet gesucht. Und habe es natürlich auch gefunden. Ja, denn China-Schrott findet man wirklich überall, ja. Dieses ganze Gelaber hier, ja, ich habe es ausprobiert und Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, das ist alles vielleicht sogar von der künstlichen Intelligenz erfunden. Die müssen das heutzutage ja nicht mehr selber machen, ja. Sondern ich kann ja mal versuchen, so eine Webseite zu erstellen, nur mit Texten aus der künstlichen Intelligenz. Hier, guck mal, Update vom April 20, ganz exklusiv. Die Furore ist unglaublich. Es wurden 743.416 Einheiten, 19 Einheiten verkauft. Jetzt gibt es eine 30 Nächte Zufriedenheit-Garantie, ja, solange der Vorrat reicht. Das Problem ist nur, wie wollt ihr die erreichen? Es gibt kein Impressum. Es gibt keine E-Mail, es gibt keine Telefonnummer, es gibt keine Rückliefer-Adresse. Das ist alles, was ihr machen könnt hier. Ihr gebt hier eure Bestell-E-Mail ein und hier eure Auftragsnummer. Mehr könnt ihr nicht machen. Ihr seht nicht, wo das hingeht, ihr seht nicht, wo das herkommt. Ihr kriegt keine Rücksender-Adresse. Das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Aber jetzt passt auf, was das Teil kostet. Ja, und doch mit 50% Rabatt, ja. So. Dreimal kosten 122 Euro. Das heißt, eine Schiene kostet 40 Euro. 4, 8, 12. Eine Schiene kostet 40 Euro. Wenn ihr sie alleine kauft, also nur eine Schiene kauft, dann kostet sie 67 Euro. Von wegen. Wenn ihr sie bei eBay bestellt, kostet sie schon mal nur 12. Ist genau die gleiche. Und wenn ihr sie in einem China-Shop bestellt, nämlich bei Alibaba, kostet sie 5,30 Dollar. Überlegt mal diesen Unterschied von 67 Euro. Von 67 Euro zu 5,30 Dollar. Und wenn ihr 5000 Stück nehmt, kosten sie sogar nur 4 Dollar.
Wenn ihr sie dann für 67, 5000 Stück, was das eine Marge ist alleine, ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Das ist immer mein Spruch. Mein Spruch ist immer, es gäbe diese Webseiten nicht, wenn nicht Tausende drauf reinfallen würden, dann gäbe es diese Webseiten nicht. Wo willst du dich auch beschweren? Wo willst du denn die Beschwerde hinschicken? Du hast ja keine E-Mail-Adresse, wo du es hinschicken kannst. Du hast hier Kontakt und dann kommt nichts. Hier ist nirgendwo, hier ist das Einzige, was vielleicht noch wäre, wenn man über PayPal bezahlt, falls das funktioniert. Ich nehme mal eine. Hier, Kreditkarte. Ich kann gar kein PayPal auswählen. Guck mal, ich kann überhaupt kein PayPal auswählen. Vorhin haben sie noch gesagt, sogar 76,90 mit Versandkosten. Da sagen sie noch, man kann mit PayPal bezahlen. Das geht aber gar nicht. Ich kann gar nicht mit PayPal bezahlen. Doch, da unten ist PayPal. Aber es geht ja gar nicht. Ich kann hier nur Kreditkarte auswählen. Ja, her. $5,30. Alter, ey.